VW-Konzernchef Diess und Aufsichtsratschef Pötsch können aufatmen. Das Strafverfahren wegen möglicher Marktmanipulation wird gegen eine Zahlung von 9 Millionen Euro eingestellt. Damit vermeidet VW einen Prozess. Diess und Pötsch waren im September vergangenen Jahres angeklagt worden. Die Ermittler warfen ihnen vor, die Finanzmärkte nach Bekanntwerden des Dieselabgasskandals im Herbst 2015 in den USA nicht rechtzeitig über drohende Milliardenstrafen informiert zu haben. Also ich denke, dass das ein sehr schwieriger Aspekt ist, das nachzuweisen, dass die wesentlichen Mitarbeiter von VW hier nachlässig gearbeitet haben. Man muss auch sehen, dass es im Falle einer zu frühen Mitteilung eben auch zu einer Marktmanipulation kommen kann. Der Aufsichtsrat von VW bestätigte, dass sich die beiden Angeklagten, die Staatsanwaltschaft und das Landgericht Braunschweig geeinigt haben. Die Strafzahlung von je 4,5 Millionen Euro übernimmt übrigens der VW-Konzern.